Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Der Fachkräftemangel hierzulande ist in aller Munde und wird beklagt, zum Beispiel im Handwerk oder auch in der Pflege. Du, Herr, kanntest auch schon so eine Art Fachkräftemangel. Deshalb hören wir im Evangelium von heute: In jener Zeit zog Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium von Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Herr, du wolltest allen das Evangelium verkünden, ihnen das Heil zusprechen, ihnen Gottes Nähe zeigen. Du wolltest das, weil du gesehen hast, wie sehr die Menschen gerade deine Nähe brauchen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und schon damals hast du dir dann Mitarbeiter gesucht und sie eingesetzt, dass sie in deinem Namen und deiner Vollmacht wirken. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Wir hören dieses Evangelium am Gedenktag des heiligen Johannes Maria Vianney, des heiligen Pfarrers von Ars, Patron der Priester und Pfarrer. Und auch in der Kirche von heute wird ein Fachkräftemangel beklagt. Priestermangel. Immer wieder höre ich das. Und natürlich, wenn heute ein Priester seine Stelle verlässt wegen Alter oder Versetzung, rückt keiner mehr nach. Großes Wehklagen in den Gemeinden. Als ich vor gut 30 Jahren mit dem Studium der Theologie anfing, waren wir im Konvikt 110 junge Männer. Dazu kamen noch diejenigen im Außensemester und im Seminar. Alle wollten Priester werden, für ein Bistum. 5 Jahre später, am Ende meines Studiums, waren wir nur noch 55 im Konvikt, also die Hälfte. Heute gibt es im Seminar vielleicht gerade mal 2 Handvoll von Priesterkandidaten aus 3 Bistümern. Fachkräftemangel. Wie im Handwerk oder der Pflege. Fachkräftemangel wie im Handwerk oder der Pflege. Die Handwerker kommen ihren Aufträgen kaum nach. Allein wie lange man auf eine Wärmepumpe oder ein Balkonkraftwerk warten muss oder auf eine Dachdecke. Die Pflegeheime werden immer voller, aber noch vor kurzem las ich, dass die Zahl der Auszubildenden in der Pflege gesunken ist. Und ja, Gemeinden werden zusammengelegt. Es gibt weniger Geistliche, die eine Pfarrstelle übernehmen können oder wollen. Aber während die Auftragsbücher bei Installateuren, Schreinern und Fliesenlegern voll sind, die Pflegeheime händeringend nach Kräften für die steigende Zahl an Pflegebedürftigen suchen, nimmt die Zahl der Gläubigen ab, erst recht derer, die eine regelmäßige kirchliche Praxis haben. Handwerker und Pflegekräfte sind wirklich gefragt. Da herrscht echter Mangel. Sind Priester wirklich gefragt? Herrscht da echter Mangel? Als Priester bin ich vornehmlich dafür da, die Eucharistie zu feiern, Beichte zu hören, die Krankensalbung zu spenden. Und ganz ehrlich, das Angebot wird von den Gläubigen nicht wirklich wahrgenommen, nicht angefragt. Der Kirchenbesuch bewegt nur noch einstellige Prozentzahlen der Gläubigen. Die Beichte ist in den meisten Gemeinden, wenn überhaupt noch, nur marginal existent. Nach Krankensalbungen werde ich sehr selten gefragt, trotz Notdiensthandy vom Krankenhaus. Ein Priestermangel scheint, was das Angebot-Nachfrage-Verhältnis angeht, nicht vorhanden zu sein. Und auf dem sogenannten synodalen Weg wurde ja offiziell in Frage gestellt, von Gläubigen wohlgemerkt, ob man überhaupt das noch brauche, Priester. Oder kann das nicht einfach weg? Hinter all dem steht die Frage auf:
Was ist eigentlich ein Priester? Schauen wir auf den Heiligen des heutigen Tages. Er hatte das Studium der Theologie nicht geschafft, wurde aber mit Sondergenehmigung wegen seiner Frömmigkeit zum Priester geweiht, und zwar in einer Zeit, die nach der Französischen Revolution, wenn man so will, der unseren nicht unähnlich ist. Er kam in eine ziemlich heruntergekommene Pfarrei. Da war die Nachfrage nach priesterlichen Diensten alles andere als hoch. Er vermochte aber die Herzen der Bewohner von Ars und darüber hinaus zu gewinnen. Er tat einfach das, was ein Priester tut: beten, Beichte hören, Messe feiern, den Kranken beistehen, predigen. Er tat das aus Liebe zu Christus und aus Liebe zu den Menschen. Dabei nahm er viele Opfer auf sich, sodass die Menschen einfach merkten, dass er es aus Liebe zu Christus und zu ihnen tat. In ihm strahlte auf, was einen Priester ausmacht. Der heilige Papst Johannes Paul II. Predigte einmal vor Priestern: Jesus identifiziert uns mit sich selber bei der Ausübung der Vollmachten, die er uns übertrug, sodass unsere Persönlichkeit gleichsam hinter der Seinen verschwindet, da er es ist, der durch uns handelt. Im Weihesakrament, so hat jemand mit Recht gesagt, wird der Priester wirksam befähigt, Jesus, unserem Herrn, seine Stimme, seine Hände und sein ganzes Sein zur Verfügung zu stellen. Er ist Jesus, wenn er in der Heiligen Messe durch die Wandlungsworte die Substanz von Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut verwandelt. Der Priester ist Jesus selber, der im Sakrament der Buße autoritativ und väterlich zugleich spricht: Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus spricht, wenn der Priester in Ausübung seines Amtes im Namen und im Geist der Kirche das Wort Gottes verkündet. Er ist Christus selber, wenn er sich der Kranken, der Kinder und der Sünder annimmt, getrieben von der Liebe und pastoralem Sorgen der geweihten Diener. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Jesus ruft einige aus seiner gläubigen Schar heraus, die 12, die dann auch im Abendmahlsaal bei der Einsetzung der Eucharistie zugegen waren. Damit ruft er sie in einen Dienst an den anderen, die ebenfalls glauben und getauft sind. Er gibt den geweihten Priestern keine Macht über die Gläubigen, sondern schenkt ihnen Vollmacht zum Dienst an den Gläubigen, wie es im Katechismus der katholischen Kirche geschrieben steht. Das geweihte Amt steht im Dienst jenes Priestertums, das durch die Taufe verliehen wird. Es gewährleistet, dass in den Sakramenten wirklich Christus durch den Heiligen Geist für die Kirche am Werk ist. Die Heilssendung, die der Vater seinem menschgewordenen Sohn anvertraut hat, wird von ihm den Aposteln und durch sie ihren Nachfolgern anvertraut. Sie erhalten den Geist Jesu, um in seinem Namen und in seiner Person zu handeln. So bildet das geweihte Amt das sakramentale Band, das die liturgische Handlung mit dem verbindet, was die Apostel gesagt und getan haben. Durch die Apostel wird die Verbindung mit dem, was Christus, der Ursprung und Urgrund der Sakramente, gesagt und getan hat, hergestellt. Die Priester setzen also durch die Weihe und ihren Dienst Christus gegenwärtig. Sicherlich ist es auch Aufgabe der Getauften, Jesus zu verkünden, seine Botschaft zu leben und weiterzutragen. Verwenden wir einen Vergleich, der, ich weiß, ziemlich hinkt, aber vielleicht in eine richtige Richtung weist. Natürlich können wir alle kranken und alten Menschen beistehen, aber wir kommen an Punkte, wo wir überfordert sind, professionelle Hilfe brauchen, daheim oder in einer Institution. Natürlich können wir alle handwerklich in unseren Häusern und Gärten tätig sein, aber wir kommen an Punkte, wo es zu kompliziert, zu gefährlich wird oder das Equipment nicht ausreicht. Da muss dann ein Profi ran. Wir alle können als Getaufte Christus nachfolgen und verkünden, aber in seinem Namen Sünden vergeben oder ihm wirkmächtig Stimme und Leib verleihen, damit sein Leib und sein Blut gegenwärtig werden auf dem Altar, das kann nur der geweihte Priester. Und das auch nur,
weil du, Herr, es so gewollt hast. Der Dienst der Priester setzt Jesus gegenwärtig, damit diejenigen, die an Jesus glauben, gestärkt werden für ihr persönliches Leben, für ihr geistliches Leben, für ihren Dienst in der Welt. Wenn alle Gläubigen wirklich für Christus brennen würden, dann hätten wir sicherlich einen Fachkräftemangel bei den Priestern in Deutschland. Und wenn alle Menschen spürten, dass sie die Hilfe von Christus mindestens so nötig haben wie die von guten Pflegekräften und Handwerkern, dann könnte es kaum Priester genug geben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Und bitten wir darum, dass die Herde nie ohne Hirten und die Hirten nie ohne Herde sein mögen. Maria, Gottesmutter, heiliger Josef, mein Schutzengel, bittet